Ja, servus Leute, ich bin heute wieder an meinem Winterauto zugange und ich habe heute einiges vor. Ich habe schon ein bisschen angefangen und zwar möchte ich die Doorboards aus den Türen nehmen. Das heißt, hier habe ich schon die Türverkleidung herunter, die ganze Innenverkleidung und unten habe ich nochmal auseinandergenommen. Hier liegt der Radio momentan, hier ist schon alles ab. Habe jetzt hier die Türverkleidung getauscht. Ihr seht hier die alte Türverkleidung, ist genau haargenau die gleiche vom Muster her. Und das hier ist die alte. Und ja, ich kann es euch mal zeigen, was die gemacht haben. Das sind hier die Weichen. Die haben hier hinten einmal voll reingeschnitten in die schöne Türverkleidung. Ja, kann man mal machen, muss man ja nicht. Aber naja. Ich weiß nicht, was ich mit der Türverkleidung jetzt mache. Ob ich sie wegschmeißen soll, weil im Endeffekt nützen tut sie mir nichts mehr. Die Lautsprecher werde ich aufheben, da baue ich mir was anderes draus. Ja, apropos Lautsprecher, bis ich die mal hier außen hatte, war auch so eine Kunst. Ihr seht hier viel, viel, viel Lautsprecherkabel. Hier, hier. So, ihr könnt euch erinnern, das war hier ja drinnen. War ja einmal hier voll fett durchfleckt und könnte ich eine neue Manschette mal rummachen. Müsste ich sowieso machen. So, das Kabel war dann hier oben rausgelegt und hier oben war der Hochtöner. Das ist jetzt unschön, aber kann ich jetzt auch nichts machen. Ich habe jetzt hier, weiß nicht, ob man es sieht, aber einen Original-Lautsprecher wieder rein. Also was heißt Original? Hat einer, wo in diese Fassung passt. Ein 13 cm Chassis, das ist jetzt von Focal. Den habe ich jetzt mir noch da liegen gehabt, von meinem Bruder noch. Und die Seite ist jetzt so gut wie fast fertig. Das Lautsprecherkabel, das geht nach hinten. Und jetzt zeige ich euch mal warum. Wir haben nämlich hier das Signal abgegriffen und sind einmal damit nach vorne. Und die hinteren Lautsprecher sind gar nicht angeklemmt. Ja, das werde ich auch wieder rückgängig machen. Zwei Kabelschuhe drauf, das Kabel da lasse ich dann halt blind drinnen liegen. Können wir jetzt auch nichts ändern. Was mich natürlich ärgert, diese Teile gehen ja gern hier kaputt. Diese hier sind noch in Ordnung. Genauso wie hier hüben. Ist noch in Ordnung für die Hutablage. Warum muss man da die Verkleidung versauen mit dem Lautsprecher oben drin. Wie genauso wie hier. Das ärgert mich, aber ich kann es jetzt nicht rückgängig machen. Ich lasse das so. Wie gesagt, das Auto ist die reinste Baustelle. Hier ist die andere Seite davon. Und sieht genauso aus. Hier ist die andere Seite, die ich jetzt dann noch verbaue. Hier seht ihr noch mal schnell. Lautsprecherkabel 1 geht nach hinten, das lege ich blind rein und mach's hinten ab. Hier haben wir jetzt das Kabel, das sieht so aus, einmal hier voll fett rein verlegt. Ja, richtig schön russisch, muss ich sagen. Ich ziehe das jetzt, wie gesagt, hier ja noch raus. Der Hochtöner kommt noch ab und dann wird das alles wieder original gemacht. Hier kommt noch ein Lautsprecher rein, ich muss jetzt hier leider wieder Kabelschuhe drauf machen, weil es auch abgezwickt wurde.
Ja, und ich muss mich noch beim Abonnenten bedanken, da mache ich aber ein separat Video. Er hat mir eine Mittelarmlehne geschenkt, in einem sehr hochwertigen Zustand noch. Gut, die war in Ordnung, ich habe die bloß getauscht von meinem 323er, weil die ist von 323er. Und das hier habe ich jetzt auch noch dazu bekommen. Nagelneu, auch von dem Abonnenten mit der Mittelarmlehne. Das mache ich dann auch noch rein, das ist echt Leder. Und hier ist noch der Lautsprecher. Dieses Teil muss ich demnächst noch tauschen. Das kommt noch ein separat Video. Faltenball kommt noch separat Video. Ja, ich mache das jetzt mal wieder alles zusammen hier. Und dann ja, sehen wir uns dann ja, gleich nochmal, wenn alles zusammen ist. So, ich wollte mich ja nochmal melden, wenn ich mit dem ganzen Spaß fertig bin, was ich jetzt gemacht habe. Wie gesagt, schauen wir jetzt nochmal her. Jetzt habe ich die Türpappen wieder serienmäßig. Also das heißt, ich habe die Lautsprecher hier wieder ordnungsgemäß angeklemmt. Musste hier unten, wie gesagt, die Kabel, neue Kabelschuhe an, ja, anbringen. Und habe jetzt auf der anderen Seite, die Türpappe ist auch dort, könnt ihr gucken, auch die wieder, habe die originalen Schrauben sogar für die Türpappen mitgenommen, weil da waren vorher gar keine drin, nur hier. Ja, ja, ist dran. Jetzt habe ich noch was gemacht. Hier habe ich ja, wie gesagt, die Mittelarmlehne verbaut. Hier den Schaltknauf. Ist kein Leder, aber das hier ist Leder mit den M-Streifen drin. Ich weiß, es ist nur ein 1,9er, aber egal. Hier Mittelarmlehne mit sogar Kassettenfach. Wenn man noch Kassette besitzen würde. Ja, hier die Mittelarmlehne. Wie gesagt, die ist aus dem 323er. Da sind leider zwei Risse drin. Die andere ist mackenlos. Und ja, habe ich jetzt da rein. Hinten halt Aschenbecherfunktion. Und jo, so im Großen und Ganzen wird es langsam. Im nächsten Video werde ich auf jeden Fall mit euch die Geschichte am Motor machen. Wir müssen nämlich Faltenbalg, dieses komische Luftbalg-Ding, nennt sich's Luftpumpe, nennt sich's im Teilekatalog, muss gemacht werden und das kommt im nächsten Video. Und ja, jetzt sind wir schon fast mit dem Auto fertig. Gut, was heißt fast fertig mit dem Auto, mit dem Projekt ist man nie fertig. Und jetzt wurde auf jeden Fall erstmal der Pfusch behoben vom Vorbesitzer. Ich weiß, es ist ein Winterauto, aber ein bisschen Komfort möchte ich trotzdem haben. Und das hat mir nicht gefallen mit den Türpappen. Und ich hatte Glück, dass ich am Schrottplatz noch von dem Kompakt, der war dieselbe Farbe gehabt, nochmal dieselben Türpappen gefunden habe. Und von daher, ja, ich habe jetzt für die Türpappen 50 Euro gelöhnt, habe alle vier mitgenommen, weil die Sitzausstattung war schon weg. Und ja, ansonsten war es das jetzt erstmal wieder von dem kleinen Update-Video. Und ich wünsche euch was. Bis die Tage, Leute. Servus.